dem Salzburgring mit nur einem Punkt Abstand. So wie es Harald befürchtet hat, einen schlechten Start gehabt, ist nicht weggekommen. Das ist das Handicap des Amerikaners. Er ist vom letzten Platz ins Rennen gegangen. Aber auch die Führenden nach dem Training sind nicht gut vom Start weggekommen. In Führung liegt mit Startnummer 51 der Franzose Guy Bertin. Hier das Feld. Ganz knapp beisammen. Vorne also Guy Bertin, dann folgt Manfred Herwe, der Deutsche, der Trainingszweite mit Start Nummer 7. Und dann ist auch Toni Mang in dieser Gruppe ganz vorne mit dabei. Da gab es schon einen Sturz. Es könnte ein Franzose sein, mit Startnummer 36 gestürzt ist der Belgier René Delabie, aber auch wenn es natürlich wehgetan hat, wie man hier gesehen hat, glaube ich, sagen zu können, kein ernster Sturz. Das Feld kommt zum ersten Mal in die Start-Zielgerade dann nach der Schikane. Jetzt in Führung bereits Manfred Herwe, also schon in der ersten Runde hat die Spitze gewechselt. Manfred Herwe vorne und kommt jetzt als erster Führender bei Start-Ziel dabei. Christian Saron liegt an dritter Position. Ja, hier Herwe, dann dahinter Bertin, Saron und Lavado. Ja, da geht es wirklich eng zu. Das Feld kommt wieder zur Nocksteinkehre. Jetzt ist Saron vorne. Christian Saron, der Franzose, Start Nummer 2. Dahinter Manfred Herwe, Nummer 7. Und dann Carlos Lavado, Start Nummer 1. Dann sehe ich noch Bertin an vierter Position. Dahinter Toni Mank mit Nummer 3. Also eigentlich haben sich alle Fahrer aus der ersten Reihe nach den ersten Geplänkeln in der ersten Runde doch an die Spitze setzen können. Leider für Harald Bartol nicht sein Schützling Wayne Rainey, der ganz schlecht vom Start weggekommen ist. Er liegt zwar schon, hat sicherlich schon einige Fahrer überholt, aber liegt doch noch ziemlich hinten. Jetzt wieder Führungswechsel, Carlos Lavado vorne. Also in dieser Klasse scheint es doch so wild zuzugehen, wie man sich's erwartet, wie man es sich erhofft hat. Schon in den ersten zwei Runden hat die Führung 3-4 Mal gewechselt. Jetzt vorne Carlos Lavado. Lavado, dann Saron und Mank jetzt Dritter. Wo ist die Nummer 29? Das ist Wayne Rainey. Zweite Runde gefahren. Vorne scheiden sich Lavado auf seiner Yamaha und Saron. Ebenfalls Yamaha ein bisschen absetzen zu können. Toni Mank, der deutsche vierfache Weltmeister, dahinter an dritter Position. Nocksteinkehre, Lavado vor Saron. Dann Mank. Nichts im Training zu bestellen hatten hier eigentlich die Sieger der bisherigen drei Weltmeisterschaftsläufe. Weder Pons, der Spanier, auch der Führende der Weltmeisterschaft, schon gar nicht Ricci, der in Misano sein erstes Grand Prix-Rennen gefahren hat und es gleich gewonnen hat, und auch nicht der Franzose Fernandez. Da schaut er sich um, der Carlos Lavado. Bei dieser Geschwindigkeit kann man sich das als Normalsterblicher gar nicht vorstellen. Saron dürfte etwas schnelleres Motorrad haben. Auf der Geraden ist der Franzose offenbar der etwas schnellere Mann. Spitze wechselt wiederum. Ich glaube, es zahlt sich gar nicht aus, jetzt mitzuzählen, wie oft in diesem Rennen der Viertel-Liter-Klasse die Führung wechselt, wenngleich im Augenblick nur zwei Mann drum kämpfen. In der Kurve auf der Ideallinie der Franzose hält sich vor Carlos Lavado.
Das ist die Schikane. Da sieht man sehr schön die extreme Schräglage, die von den Spitzenfahrern gefahren wird. Mang ist Dritter, Herwe Vierter, die beiden Deutschen. Und an sechster Stelle Klabacher. Das ist ganz hervorragend mit Startnummer 46. Stefan Klabacher auf seiner Rotax. Und nur einen Platz dahinter an siebenter Stelle Sigi Mini. Also bisher halten sich die Österreicher ganz hervorragend. Jetzt fällt Toni Mang ein bisschen zurück, wird von Herwe überholt. Herwe ist Dritter, aber wir sind wieder bei den beiden Spitzenreitern Saron vor Lavado. Wie kann man sich erklären, dass sich gerade diese beiden doch überraschendweise schon in der Anfangsphase ein bisschen vom Rest absetzen konnten, wo man doch auch aufgrund der Trainingsergebnisse und der bisherigen Resultate gedacht hätte, dass hier ein Massenpult um die Spitze klemmt? Es dürfte sich dabei um die Einstellung handeln der Motoren. Ich glaube, dass die zwei da glückliche Hand gehabt haben oder vielleicht auch die Übersetzung, da heute ein sehr, sehr starker Gegenwind auf der Gegengeraden herrscht. Und wenn die das berücksichtigt haben, dann haben sie den gewissen Vorteil gegenüber den anderen Leuten. Und die Veränderung vom Wetter her auch natürlich von der Einstellung der Motoren her. So, dann stehen wir den Stand nach 8 Runden mit 0,22, also minimal die beiden Türen aufeinander. Und an sechster Stelle eine enorm gute Platzierung im Augenblick der Österreicher Klabacher. Nur einen Platz dahinter, ein weiterer Österreicher, Siegfried Min. Herwe kommt näher. Lavado, Saron und dann Herwe. Und ein schwerer Sturz. Christian Saron war das. Ja, ist keine ungefährliche Arbeit auch für die Streckenposten. Es war der Herwe, nicht Saron. Ja, die Maschine mit der Nummer 7, Manfred Herwe, der Deutsche, bei seiner Jagd nach dem Führungstour zu viel riskiert, ausgeschieden. Aber soweit man gesehen hat, konnte er sich hinter die Strohballen retten, hat auch er diesen Zwischenfall ohne größeren Schaden zumindest überstanden. Aber hier sehen wir uns den Sturz von Manfred Herwe an. Da sieht man, wie wichtig und gut hier die Strohballen sind. Kann man sich gar nicht vorstellen. Früher gab es dann nur Leitschienen, was da alles passieren könnte. Also bei der Jagd nach dem Führungstour ist Herwe ausgeschieden. Damit ist nun Anton Mang Dritter, an vierter Stelle Bertin, fünfter im Augenblick Alfonso Pons, der Spanier, an sechster Stelle liegt Jacques Cornu, der routinierte Schweizer, und immer noch in den Weltmeisterschaftspunkterängen die beiden Österreicher auf den Plätzen 7 und 8 im Augenblick, also ganz hervorragend, Stefan Klabacher und Siegfried Minich. Das ist Toni Mang an dritter Stelle, da ist Bertin, der vom Start am schnellsten wegkam, dann Pons, und da sehen wir jetzt 46 und 41, das sind die Österreicher. Die Halbdistanz etwa gefahren, noch 15 Runden. Ja, und das ist Klabacher, Sturz des Österreichers. Hat sich auch wehgetan, aber scheint zum Glück auch nichts Ernsteres zu sein, das ist schade. Denn da vorletzte Runde für die Spitze, Saron und Lavado. Dritter mit fast 9 Sekunden Abstand. Pons, vierter Mang, fünfter Bertin, sechster der Trainer Reggiani, siebenter Cornu, Schweiz, achter Wimmer, der Deutsche. Und an neunter Stelle hält sich nach wie vor Siegfried Minich.
Es könnte doch zu zwei Punkten in der Weltmeisterschaft heute für einen Österreicher reichen in dieser Klasse. So, jetzt werden die beiden aber schon langsam ernst machen müssen, denn jetzt geht es dann gleich in die letzte Runde, zum vorletzten Mal durch die Fahrerlagerkurve. Dahinter hält sich der schon überrundete Manfred Eckel, Harald Eckel. Lavado ist jetzt vorne, Saron zweiter. Durch die Schikane. Und jetzt geht's dann in die letzte Runde. Es überrascht mich ein bisschen, dass der Eckel, wenngleich ein starker Fahrer ist, so mit den beiden mithält. Kann das sein, dass sich die beiden noch belauern, dass das Taktik ist vorne zwischen Lavado und Saron? Glaube ich kaum im Moment, aber es ist von Eckel eigentlich nicht sehr gut, weil er sich jetzt da reinmischt in dieses Duell. So, Nocksteinkehre, Lavado blickt sich um. Der Venezolaner vorne und jetzt auf der Geraden, wo Saron eigentlich immer die schnellere Maschine hatte. Und das hat sich auch jetzt wieder bewahrheitet. Vor dem Einbiegen dann in die entscheidende Fahrerlagerkurve unter Umständen wieder Saron vorne. Jetzt wird er die Ideallinie wohl nicht mehr freigeben. Jetzt muss es Lavado außen versuchen. Da kommt er nicht vorbei. Oder doch. Jetzt wieder Lavado. Und Sturz! Aber nichts passiert. Jetzt wird er sogar noch weiterfahren können. Aber der Sieg ist damit dahin. Ein dramatisches Finale. Hat zu viel riskiert. Hat versucht, Saron mit letztem Risiko noch zu holen. Das ist nicht gelungen. Saron fährt nun einem sicheren Sieg entgegen. Lavado fährt weiter. Sieg für Christian Saron aus Frankreich. Daneben der überholte Eckel. Und dann werden wir sehen, wer Zweiter wird. Bertin nun offenbar mit Nummer 51. Und da kommt Lavado. Ja, es war genauso, wie ich vermutet hatte, dass Saron in dieser Kurve es nicht mehr möglich macht, dass er vorbeikommt. Kommt Carlos Lavado durchs Ziel. Ich weiß jetzt nicht im Moment, ob er hier mehr als einen Platz verloren hat. Er dürfte hinter Manco und Pons wohl zurückgefallen sein, aber dieses dramatische Finale, als er versucht hat, in der letzten Kurve außen noch an Saron vorbeizugehen, dann schwer, bei welcher Geschwindigkeit war das? Ah, das werden ca. 150 sein in dieser Kurve. Da ist das Ganze noch einmal. Saron liegt innen und Lavado versucht aus dem Windschatten dann heraus, nein, es ist noch nicht so weit, jetzt kommt er und versucht hier außen zu attackieren. Es ist noch am Beginn der langgezogenen Kurve. Jetzt setzt sich einmal Saron auf der Ideallinie durch und dann versucht Lavado noch einmal. Achtung, jetzt glaubt man schon, er kommt doch noch vorbei. Ist schon vorbei und jetzt schmiert das Vorderrad weg. Ich glaube, das war völlig beabsichtigt von Saron, vorher ihn immer in diese Kurve zu überholen zu lassen und das in der letzten Runde eben schneller zu fahren. Und da das Unvorstellbare steht auf, läuft weiter und kann sogar noch weiterfahren und holt sicherlich noch Weltmeisterschaftspunkte. Er ist allerdings an die fünfte Stelle zurückgefallen. Wir haben hier ein erstes inoffizielles Resultat. Sieger also Christian Saron, der Franzose. Zweiter mit 6,61 Sekunden Rückstand, Tony Mank. Dritter, Alfonso Pons, der Spanier. Vierter, Guy Bertin, der Franzose. Und Lavado, trotz dieses Sturz, noch Fünfter.
hat es Sigi Minich geschafft. Ja, er scheint nach diesem ersten Resultat Zehnter geworden zu sein, also einen Weltmeisterschaftspunkt gerettet zu haben.